So, Freunde, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Jawohl. Wir sind gerade aktuell am Start in Xerxesburg. Genau hier. Genau, guck genau dahin. So, das ist die Xerxesbucht, wo damals der große persische Feldherr einfallen wollte nach Griechenland. Aber es ist dann irgendwie dann doch. Grütze ging fast. Denn im Endeffekt wurde Leonidas von Ephiates verraten und. Ja, so konnte Xerxes denn über Leonidas siegen. So, das ist hier die Thermalquellen, wo damals die Schlacht stattgefunden hat. Hier ist Xerxes damals gelandet. Und ich finde es schön, dass hier tatsächlich alles gemacht worden ist. Wir sammeln hier die Orte ein, tatsächlich, die hier noch ein bisschen fehlen. In der Hoffnung, dass wir genau das hier erobern dürfen. Ja, denn das gehört ja auch noch dazu. Bucht des Pandoras. Das sieht alles sehr nach Athen aus. Lass uns doch einfach mal alles dafür geben, damit wir die alle erledigen können. Oh, den Flammhaarigen, den hatte ich schon bereits gesehen. Den hätte ich ja mal. Ihr wisst schon. Einmal ganz kurz. Ne? Und dann. Ja, denn unter den Söldnern bin ich der Gefürchtete. Ne? Also ihr wisst, also sucht ihr mich, findet ihr mich, es ist euer Tod. Ja. So. Muss immer die super übertriebene Glücklichkeitsschiene fahren, dabei ist heute ein rabenschwarzer Tag für das Internet. Immer noch, es hat sich nichts geändert. Na, Hirschi. Was ist da unten los? Kann ich hier noch was, irgendwas? Oh, ich hatte Bock gehabt, die. Nein. Da kommt mein Sadistentum wieder raus. Ich wollte, hab mir vorgestellt, die Ziege da den Abgrund. Gott, was stimmt nicht mit mir? Was ist da? Ist da oben eine Möglichkeit, dass da meine Synchronisation am Start wäre. Komm, Vogel, flieg hoch. Nee, aber sehr bergig alles, ne? Gebiet nicht verfügbar, weil es nämlich nicht verfügbar ist. Ich denke einfach mal, wir sind einfach zu schwach dafür. So. So, aber das hier. Ich wünsche mir mal einfach, dass es irgendwie so ein Feldlager ist von unseren Gegnern. Viele Feldlager. Was? Wilder Bär? Das ist so gefährlich hier, ja? Ach, scheiße. Natürlich. Na, gar nicht wilder Bär hier. Irgendwelche Banditen und so ein Scheiß. Ach, Kacke. Da ist der Bär. Okay. Der Bär und sein Mann. Sag mal, hier Griechenland, Herbst und so, ne? Wahnsinn, ne? Kurz wieder zurück. Das ist aber keiner dieser Fabelwesen, die wir machen müssen. Hä? Hä? In welche Richtung? Ach, da. Wow. Na komm, mach es mir nicht so einfach, Baby. Das ist zu einfach, Mädchen. Lass dich doch nicht so abschlachten. Na, dann nehmen wir doch. So, hier ist noch ein Albino-Bär da unten. Ey, komm, runter mit dir. Ach, guck mal hier, der liegt auch schon in der Höhle. Bevor wir runtergehen, dachte ich eigentlich gerade, muss kurz mal Pfeile nachproduzieren. So, komm her. Also viele Pfeile und so viel Holz haben wir gar nicht. Scheiße, wir brauchen aber eine Menge Holz für unser Schiff. Okay. Ich wollte gerade sagen, du greifst mich jetzt nicht an, du dämlicher Hirsch, ne? So, warte mal, wo ist die Elsa hier? Da. Gut bestätigen. Ich würde sie am liebsten anheulen, aber anheulen ist auch gut. Anheuern. Wow. Wow. Hab ich mich erschrocken, dieser Affenbär auf einmal. Oh, Alter. Bist du doof? Kannst du nicht mit mir machen. Alter, ich bin...
Oh, Alter! Wie diese Honigdingens einfach, ne? Alter, hab ich mich da gerade eingenässt, ne? Eieiei, könnt ihr euch das vorstellen? Oh, Mann, ey. Ja, klar. Ich kicke erstmal so einen Bären weg. Was natürlich total realistisch ist. Was ist denn so ein schneeweißer, schöner Bär? Weißt du, auf einmal so blutig. Ja, das war der Bär. Hier mit den Honigdingern, das ist aber mega geil gemacht hier. Will der Bär mal schauen, vielleicht haben wir noch ein paar Schätze hier. Kein Wunder, dass sich hier der Bär einhaust. Boah, Alter. Der hier gefurzt gerade aktuell. Ah, hier. Der frisst nicht nur Honig. Ja, Tisch hat er sich auch schon mal hier hingestellt. Ich denke mal irgendwo so ein Banditenlager. Hm? Und dann überfallen. So. Nächster Ort, bitte. Ja. Ja, es gehört noch zum alten Dings, aber das haben wir schon alles super hammerhart erobert. Was ist das denn? Ach, das haben wir schon abgehakt, ne? Genau. Wo sind wir denn gerade? Da oben. Ja. Gut, hier gibt es ja auch noch genügend. Ich wüsste nicht, wen ich hier platt machen soll. Hier gibt es ja auch keine... Ja gut, klar, das war damals mal ein Schlachtfeld, ne? 16 und 16, das hier. Gut, hier könnte man noch synchronisieren. Der Söldner reist immer weiter, bis er denkt, okay, er müsste dann irgendwann mal gegen mich kämpfen. Gefestigt. Gefestigt. Man entdeckt Anführer. Athener Herrschaft. Okay, da müssen wir mal gucken, dass wir da mal fündig werden. Pass auf, hier unten ist halt mal... Was ist denn das? Solche Haie und dergleichen empfohlene... Hä? Nee, ist ekelhaft, solche. Gehört das Pferd jetzt zu mir? Ja. Ja, mein Pferd war weg, jetzt habe ich neues eben, ne? Ella. Was? Was sind das hier für Jägerinnen? Die werden gejagt. Kommen wir hier an, ein paar Jäger. Mit Bären. Nein, da sitzt der Bär da einfach daneben. Einfach zu schade, ne? Die jetzt irgendwie abschlachten zu müssen, ne? Hier sind doch mehr als ich dachte. Irgendwie. Wo kamen die nochmal die ganzen Leute ausgegraben jetzt auf einmal? Ja, mal eben ganz spontanes Entfachungsfeuer. Wow, yo, ich bin ja schon fast down. Wann habe ich das denn gemacht? Scheiße, hier geht's noch mehr. So ein Penner rum. Wow, wow, wow. Oh, wo ist, kommt der Köder her? Oh, der Bär, der macht mich fertig, Alter. Ah, dieser eine Verkackte.
Ey! Oh, voll draufgegangen, ne? Scheiße! Voll Kacke hier! Mist. Und so viel dazu, ich jag Jäger. Das kommt immer die Überheblichkeit daher, ne? Das ist dann ganz einfach so. Ja, der wunderschöne Ladebildschirm. Hunger habe ich. Nun komm jetzt endlich mal. Das ist mir ein bisschen zu langweilig. Die ganze Warterei. Der dicke gut bewacht. Hä? Ja, der dicke Bär ist jetzt down, ne? Genau. Das habe ich noch nicht gemacht. Gut. Macht der nichts. Die Jäger nochmal, na klar, die Jäger nochmal. Und ob. Muss ein bisschen mit mehr Sinn und Verstand vielleicht, das hilft vielleicht ein bisschen. So, pass auf, da unten. Die Orte will ich gerne haben. Immer noch. Wird reittätig für mich. Boah, Alter, was? Was ist denn hier los, ne? Ja. Ich hätte ja noch die eine Uschi hier kaputt gemacht. Das ist schon mal das Lager von den Jägern, glaube ich, ne? Na, die sind wohl weg, ne? Ausgeflogen. Da sind sie ja. Mal sehen, so viele sind es doch noch, ne? Hier gibt's gar nichts, ne? Hier vorne. Dem wow, hier ist was los. Oh, wieder viel eins nehmen. Das wird ein mega Spaß. Gibt es hier noch Gegenstände, die ich denn. Das ist der. Dings. Hier scheint hier irgendwas zu sein, ne? Fliegen wir mal mit Zacken näher ran, ne? In der Hütte hier, glaube ich, ne? Hm? Ne, hier oben. Okay, hier gibt es auch Geheimnisse. Ist nichts weiter. Irgendwelche Bekloppten. Wow. Was für ein Lager. Geil. Aber hier gibt's nichts irgendwie, was man hier, um hier wirklich den Gegner zu ärgern, ne? Hier ein bisschen Essen kaputt machen oder so ein Scheiß, ne? Was ist das denn? Ja, den habe ich ja schon mal irgendwo aufgelistet, ne? Dann sind wir. Gut, dann probieren wir mal was aus. Jäger, ich muss mich an den scheiß Jäger rächen. Komm, sieh zu, mach weiter. Lass mich rächen. Gib mir meine Rache zurück. Ups. Ist wirklich nicht so im Ordnung. Was willst du von mir? Schere, Jäger. Gibt es viel Wild in dieser Gegend? In letzter Zeit gibt es hier nur wenig zu essen. Seit der Seuche gibt es nicht mehr genug Bauern und zu viele verzweifelte Jäger. Ich versuch's lieber mit Fisch. Klingt vernünftig. Allerdings tummeln sich Haie in diesen Gewässern. Was? Auf die bin ich nicht vorbereitet. Du hingegen wirkst gut gewappnet. Ich soll all diese Haie töten. Bei Zeus, das würdest du für mich tun? Hab ich das gesagt? Klar, mach ich dabei. Das. Die Götter lächeln wohl auf mich herab. Schere. So, aber. Guck mal, der Typ, der da alleine ist, das ist doch ein willkommenes Opfer.
Geht sowieso immer alles schief, was ich mir vornehme. Ich sehe mal nach, was da ist. Ja, sieh mal nach. Das ist eine sehr weise Idee. Komm her, Jäger, jagen wir. Heute kannst du deine Freiheit erhalten. Komm und segle ab jetzt mit uns. Ich durfte nicht dazugehören, was? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Eben gerade stand noch Reittier nicht verfügbar. Was kommt da an? Das sie jetzt nicht in der Frage, ne? So, kommt ein Pferd angeritten nach dem Pfiff. Voll normal und so. Scheiß Dreck. Das ist die Eltern, die mich umgelegt hat, ne? Mit einem Mann namens Barnabas auf meinem Schiff. Er erwartet dich. Scheiße, ist natürlich jetzt gerade der fucking Wolf gerade kommt. Boah, das haben die natürlich voll mitgekriegt, Alter. Komm, schlachte die erstmal die Elsa ab, Mann! Der Bär ist ein Gigant, Alter. Das ist irre. Alter, Mann, lass mich doch mal wegbewegen. Was ist mit den Leuten los, Alter? Nimm die Drogen, oder? Was dann so? Ist ja noch eine da, ne? Alter, dieser Bär, ne? Das ist ja ein gigantischer Bär, ey. Okay, ich hab dich mal kurz auseinandertreiben können. Nicht mehr. So, jetzt wo der Bär tot ist, kümmere ich mich um dich. Nee, ich hab dich, ganz im Gegenteil. Oh, Alter, wie sie... Oh! Was bist du für ein Gigant, hä? Gibt es da eigentlich Kabelfernse von da, wo du herkommst, Alter? Guck dir mal die Elsa an, ey. Die ist doch... Das ist doch keine Frau. Die heue ich an, natürlich. Gut. Pack deine Sachen und triff mich auf meinem Schiff. So ein Viech, den, ja. Das, Leute, sowas lässt man nicht einfach gehen. Warte mal, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wo mussten wir jetzt eigentlich hin? Dahin. Genau, das ist eine Stadt, ne? Aber eine feindliche Stadt, Freunde, das wird gefährlich, ey. Ich glaub, ja. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ja, wenn sie das schon so sagt, ne? Ha.
Da gibt es auch keinen Knick oder so, wo man sich mal verstecken könnte oder so. Als allererstes plündern wir mal direkt einen Schatz. Haben wir denn schon geplündert? Ne, komm her. Wow, hier ist echt was los. Lass uns mal noch ein paar. Wow. Was? Liegerin? Schön, dass immer mehr Leute da sind, aber ich wollte eigentlich. Oh, verdammt, Mann. Die können doch nicht immer alle böse sein, ernsthaft mal. Ja, den habe ich nicht gar nicht auf dem Zettel gehabt. Den Typen hier. Alter, das ist euer Ernst, Mann. Nächste Tussi. Komm, hoch da jetzt. Bestimmt irgendwie dieselbe wahrscheinlich. Ich bin gerade in so einer und täglich grüßt das Murmeltier-Schleife oder so. Das sind echt viele, Mann, Mann, Mann. Das wird echt schwierig. Das wird richtig schwer, ey. Gott, 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 Gott. Meine Fresse, na gut. Upsi. Kann man hier alles abchecken, mal flott? Da gibt es, glaube ich, nichts, ne? Da sehe ich sowieso nichts. Folgedessen. Na, was ist das? Was ist hier nur los? Oh oh, die ist nicht allein, sei vorsichtig, Junge. Oh Scheiße, ne? Scheiße, hat ihn natürlich alle mitgekriegt jetzt, ne? Oh ja, sind die schnell oder so? Oh ja, richtige Richtung und so. Irgendwas sagt mir, hier oben gehe ich drauf. Ja, ich glaube auch. Glaube ich, träumen. Alter! Was sind das für Leute, ey? Das Noten. Denn? Ach, hier wäre die Schlacht die nächste, ne? Oder war die an? Nee,
Hä? Dass ich hier nicht irgendwie mal was sehe, was irgendwie aufschlussreicher ist, ne? So irgendwie. Oh. Hä? Ja, echt? Okay, tatsächlich. Ja. Die sind alle schon fort. Ja, aufregende Sache gerade, ne? Hey, verschwinde von hier! Ich gehe schon. Die ist noch nicht tot. Oder doch? Ich heuere Seeleute an. Und ich zahle besser als jeder andere. Oh. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Nee, besser ist, glaube ich, nicht, ne? Alter, wie die alle so rumlatschen da, ne? Nichts zu tun, oder? Die sind zu zweit, die Arschlöcher. Scheiße, ey. Na komm, geh weiter. Ja, genau. Setzt euch nur... Sag mal, setzt... Stirb! Ne. Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit. Jemanden wie dich kann ich immer brauchen. Schließ dich uns an. Echt jetzt? So. Oh, da kommt jemand. Scheißdreck. Ja, toll. Geh mal dann vorbei, Mann. Was ist das hier? Sind das die Ewoks oder was? Gott sei Dank habe ich die ja beiseite geräumt, ey. Beziehungsweise ist gar nicht ermordet.
du tot? Ach, was soll's. Segel mit mir und lass dieses Leben hinter dir. Schnell, 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 schnell. Komm ein bisschen vor. Wir können nicht alle überleben, ne? Wir können nicht alle mitnehmen. Schwupp. Liegen die noch da alle? Ja, tatsächlich, ne? Irgendwann werden Archäologen dieses Grab aus... Naja, entdecken einfach. Ja, ich versuche beides. Wo ist die hin? Die geht in den Wald hinein. Runter mit dir. Ja, ich wollte nur deine Freundin hier zu den anderen bringen. Ich dachte, sonst wäre sie sonst allein und einsam. Oh Gott, ein Bär? Gehört der Bär dazu? Nee, der gehört einfach, das ist einfach nur so ein Bär, ne? Ein nur so da Bär. Hört? Hä? Nee. Ach so. Guck mal, die sind immer noch auf der Lauer hier. Oh Gott. Ach du Scheiße. Nee. Doch, ein bisschen schnell, dachte ich sogar vielleicht noch. Oh ja, genau. Nicht, dass ich Ausweichen gedrückt habe oder so, ne? Was für eine Aufgabe, ne? Die Mädelstadt hier zu erledigen. Alter Vater, einfach ist es gerade nicht.
Oh nein, bin ich doof? Aber läuft eigentlich, ne? Immer ein Massengrab noch mal rein hier. Wie viele Ladies liegen da schon? So ein paar, ne? Alter, 4 Leute auf einen Haufen unten. Aber so geht's, ne? Man räumt die so ein bisschen auseinander, die Mädels. Und dann wir müssen uns jetzt mal eine andere Idee überlegen. Damit wird dieses Massengrab auch nicht mehr Leichen beherbergen. Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Alter, sitzen die da rum? Muss ich damit öfters rechnen? Mit sowas hier? Weißt du, für eingeschlagene kommen gleich 3 neue, oder? Was? Was war das denn? Was ist, befindet sich hier drin? Egal, wir sollten doch nur noch mal sicher gehen hier. Darum. Na, so geht's, ne? Gott, sind das noch viele, ey. Wie die einfach mal alle auf einen Haufen hocken. Das ist ja ekelhaft. Warum auch 2 Stück? Hier auch 2 Stück. Was ist hier eigentlich los? Was? Aber es gibt irgendwann mal ein schlechtes Karma, wenn man das so sieht, ne? Wahrscheinlich könnte ich das auch bestimmt alles machen, ohne zu klauen und zu stehlen und zu betrügen und zu belügen. Upsi. Will die Ladies mal ein bisschen auseinandertreiben. Was? Ist das möglich? Ob die auch Vögel dabei haben? Ah, nicht mehr ganz so viele, ne, Mädels?
Ob die hier ganz herkommen? Natürlich kommen die ganze Menge jetzt hier von mir her. Klar, wenn ich mit Pfeil und Bogen und so, ne? Aber... Naja, siehst du, die kommen jetzt schon mal hoch, ne? Aufs Dach. Mal dückst. Alter, ich wollte doch den... Ich glaub's gerade nicht. Sind weniger geworden auf einmal, ne? Ne, die liegen nur aufeinander gestapelt wahrscheinlich. Oh, oh. Zwei Bäre direkt mal, ne? Ja, die haben sich alle wieder beruhigt hier. Zeit, die mal wieder zu entruhigen. Bei Assassin's Creed, bei den anderen Teilen, da konntest du von hier so über oben runterspringen und die dann noch erwischen. Ja, geh doch runter, Mädchen, jetzt. Oh Mann! Also bis dahin hat sie sich wahrscheinlich schon selber umgebracht. Echt jetzt?
Sehr viele sind mir ja nicht mehr hinterher, ne? Naja. Ach, kein Erfolg, Scheiße. Oh ja, super. Shit, ne? Ja, Kacke. Oh, die haben mich gesehen. Echt jetzt? Ich werde gnädig mit dir sein. Naja. Stell nicht so ganz. Ja. Na gut, dann komm. Lass uns fighten. Ja. Das hat noch 5 Stück, ne? So, nochmal schnell. Das ist eine lange Schlacht, aber das lohnt sich wahrscheinlich, ne? Also... Ich darf nicht vergessen, dass ich noch eine Aufnahme bin. Mein Gott, jetzt komm, mach ihn kalter, den einen noch. Nein! Wieso denn? Och nö. Ey, das wird mich jetzt so abfacken, wenn ich das Ganze nochmal von vorne machen müsste. Ich hab mir so viel Zeit gelassen. Und dann bin ich doch ungeduldig geworden bei den letzten 5, Alter. Ehrlich, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Kommen Sie zu jetzt. Lad doch nicht so lange, ey. Ich bin doch auch nur neugierig. Scheiße, ey. Nee, ne? Was? Ach, viele sind ja nicht mehr da, ne? Hier werden Sie besonders wachsam sein. Ja. Gut. Ja gut, es ist... Ja gut, es sind noch ein paar da, aber... Ah, ist gut jetzt, ne? Das sind echt noch viele, ne? 8 Stück, ne? Hm?
Was? Wo kommt ihr denn her? So bestimmt, die mich gerade gekillt haben, wetten? Alter, wenn die mich auch immer wieder mit diesen Pfeilen treffen. Komm, finish him. Und abhauen. Oder Finisher war das, ne? Vielmehr. Hab ich gar nicht mehr auf der Rechnung gehabt, ey. Verdammte Scheiße. Scheiße sogar. Ne, die Hühner greifen mich an. Was sind das denn für Hühner? Die haben mich fast getötet. Hühner. Ernsthaft, Hühner. Das kann doch nicht sein, ha? Huh? Hühner. Scheiße, ey. Ja, das denke ich auch gerade, ne? Leck mich am Arsch, Alter. Ey, was haben die da für Feuer? Ist das Zauberfeuer? Das ist ja Wahnsinn. Sehr heftiger als alles andere, ey. Die gehen ja richtig ab, Alter, die Jäger. Das muss man ja wirklich mal sagen, ne? Auf. Wir haben so ein merkwürdiges Feuer immer. Echt jetzt? Nicht gut. Das ist heiß, ne? Das Geile daran ist, da liegt einer die ganze Zeit. Und der hat die ganze Schlacht hier verpennt, Alter. Ernsthaft. Der liegt ja immer noch. Das waren alle. Anstrengende Geschichte, Alter. Echt anstrengende Geschichte. Wofür das Ganze? Wahrscheinlich nur, um meine Mordslust zu befriedigen und einfach krass drauf zu sein. Weil ich den am Fall gepinnt habt, ey.
Oh, Gott, herrje, das Leben ist sehr brutal. So, eine ganze Stadt abgeschlachtet mit 1 Million Menschen drin, ne? Naja, gefühlte 1 Million Menschen. Nur für 2 Dinge, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt, ne? So, hopp. Ich dachte gerade, da wäre eine Höhle gewesen. Ja, diesen Pivolo-Heini, den habe ich ja auch schon erledigt. Die Geier kreisen jetzt ihre Ziehen. Also ziehen jetzt ihre Kreise, ist auch gut. Ja. So, zapp, Drachmens. Chip, chip. Und wo war denn das wertvolle Stück, was ich hier finden sollte? Da, genau. So, Herz und Sohle, ich bin angeln. Ich musste mal aus dem Lager verschwinden. Du findest mich auf der Spitze der Insel Pandora. So, und dafür die ganze Stadt abgeschlachtet. Okay. So, liebe Leute, wenn euch das Massaker gefallen hat, dann schreibt es in den Kommentaren, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!